Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Diegame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich nehme hier jetzt ganz kurz mal die Förderbänder vom Bahnhof und alles weg, weil ich das ganz gerne umbauen wollen würde. Darf aber oder muss das aber hier rechtzeitig kappen. Nicht allzu viel hinterher schieben wieder von unten. Da muss ich gleich nämlich auch nochmal die Kisten leer machen. Und ich weiß nicht, wie nah ich hier oben ran muss, aber ich gehe mal bis ans Limit quasi. Denn ich möchte den Bauplan natürlich von der anderen Seite übernehmen, wo ich das schon gebaut habe für die Bahnhöfe. Ich möchte aber den Bahnhof noch ein bisschen anders bauen, als das, wie er da ist, um da eventuell so ein bisschen die Verteilung noch ein bisschen besser hinzukriegen, beziehungsweise eigentlich langt das ja aus von der Fähigkeit, was ich alles durch die Gegend transportieren kann. Das haben wir schon ausprobiert. Aber wie gesagt, wo man sich noch verbessern kann, kann man natürlich dann auch ein bisschen dran arbeiten. So, dann nehmen wir hier mal die zwei raus und den noch mal raus und den noch mal raus, den hier raus, den nehmen wir raus. So. Voll mit dem Zeug. Das war zu erwarten, aber es ist nicht so schlimm. Deswegen habe ich mir hier die Kiste nicht gestellt. Dann müssen wir das nachher bloß einmal beim Bahnhof richtig sauber einkisten. Den Bahnhof habe ich ausgestellt schon, damit der nichts machen kann. Den auch schon ausgestellt? Ich hoffe ja. Aber bei dem möchte ich das gleiche sozusagen tun. Wenn man schon mal, wenn hier nichts nachbestellt wird. Muss ja nicht unbedingt noch irgendwie mehr Material da sein, als generell schon vorhanden. So, dann muss man hier draufstellen und mal ein bisschen die letzten Förderbandreste sozusagen einsammeln, was da noch rumliegt. Machen wir da drüben dann auch. Und dann ist alles Coolinger. Dann dürfte hier alles leer werden. So. Läuft doch was. Da ist doch was. Usch. Weniger. Weniger. Geht es noch hoch. So. Dann können wir das hier nämlich alles wunderbar. Oh, der ist aber noch zügiger gewesen. Können wir das hier wunderbar alles aufnehmen, wegmachen. Und den Bahnhof werde ich jetzt dann gleich auch tiefer legen. So. Zumindest ist das der Plan, tiefer zu legen. Ob das so klappt und gelingt, werden wir sehen. So. Ich kann nicht ausschalten, hätte ich ihn gleich abreißen können, ne? Den Bahnhof sowieso komplett neu mache. Ja, egal. Kommt da halt weg jetzt erstmal. Zack. Da ist es nun geschehen. Und da werden einige Teile bei überbleiben, aber nicht allzu viele. So, können wir sehen. So. Schön mal wieder einfach ganz gepflegt ein nur etwas abzureißen. Da waren auch noch ein paar Ingots dabei, weil da irgendein Dead End war. So. Okay. Kommt eh alles weg. Wird hier in der Höhe nicht mehr gebraucht. So, dann hätte ich jetzt eigentlich auch da oben gar nicht stehen brauchen, wenn ich ja sehe, alles von Handabweiser. Das ist egal. So. Sehr schön. Dann hier die Gleise weg. Und dann haben wir hier oben noch ein bisschen aufzuräumen. Und
kann man nämlich die Anlieferung einmal komplett neu machen. Vielleicht machen wir es dann drüben einfach mit Copy und Paste. Ich denke mal schon. Aber dass wir es einmal schön von Hand aufgebaut haben, damit wir wissen, wie es funktioniert und ähnliches. Wäre schon nicht schlecht. Sagen erstmal die grundsätzliche Ausbildung dazu zu haben. So. Fein säuberlich alles weg. So, jetzt holen wir uns als erstes die Verteilerebene auf der Höhe. Das können wir uns auf jeden Fall erstmal holen. So. Da muss angeschlossen werden. Gut. Nur kurz. Hätten wir da drüben schon abgerissen, hätten wir es da jetzt auch gleich setzen können. Naja. So. Gut, das heißt also, hier muss dann der Verteiler drunter, der dann hier sozusagen so endet. So. Das ist hier, glaube ich, so ein 8 auf 6, ne, oder sowas. Ist hier so ein 8 auf 6er? Ja, ist so ein 8 auf 6er. Habe ich irgendwas modifiziert dran? Das sehe ich doch schon wieder. Der hat doch gar nicht so den Anschluss hier eigentlich. Egal. So. Ich muss einfach gerade, dann ist es gut. Könnte man jetzt ja eigentlich theoretisch könnte man dann noch so machen, ne? Wollte den gleichen Effekt haben. Gut, dann haben wir da erstmal den 8 auf 6. Und dann geben wir jetzt erstmal das Eisen ab. Theoretisch hätte man alles in eine Kiste reinleiten können und dann von dieser einen Kiste alles raus und so, aber naja, nö. Das wollte ich jetzt gerade nicht. So, dann komm mal raus mit dem Bahnhof an der Stelle. So, und machen wir hier so. Nein, nicht wieder ran. Das funktioniert nicht so schön flach hier lang. Lang gezerrt hier den Bahnhof. Schön. So. Sehr gut. Dann haben wir hier den Bahnhof. Dann kommt hier das Bahnhof-Hauptgebäude dran. Welches dann hier steht. So. Da kommt ein Signal hin. Und hier hinten noch ein Signal hin, einfach weil da sein kann. Dann kommen die Kisten und zwar da eine hin, da eine, da eine hin, da, 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 hier und dort. So, dann kommen die Greifarme dieser Natur da dran. Die kriegen gleich den Filter, weil hier wird nur Eisen-Ingots angeliefert. Was sonst gibt's hier nicht? Iron Ingot und Ablage da und Annahme da. Das kannst du genauso machen wie du und du. Und du kannst quasi die Annahme da, Ablage da. Und jetzt probieren. So, das müsste funktionieren. So viel wie ich habe, kann ich noch selber setzen erstmal. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, der muss dann nach da springen. Der muss dann nach da springen. Der muss dann nach da springen. So. Und dann kommt hier quasi der dran. Der dran. So.
sieht das doch schon fast so aus, wie ich mir das geplant habe. So, dann kommen hier zwei und hier zwei, die dann da oben dran wandern. Da dran. Der geht quasi. Da dran. Der geht quasi. Da dran. Da dran. Da dran. So. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann brauche ich jetzt noch ein paar von den Kameraden hier. Nehm mal von da und papp mal nach da. Und du nehm mal von da und papp mal nach da. Mal jetzt hier überall ansetzen erstmal. Was? So. Dann müssen wir jetzt hier nur noch hier die Kamera ansetzen. Und dann die Kameraden. Das ist totaler Quatsch, was ich da gemacht habe. So. Gut. Und dann setzen wir jetzt die Strömlinge. Wie gewohnt in alter Frische. Die Kisten. Sehr schön. Und noch ein paar Lampen dran. Damit wir was sehen im Dunkeln. Dann haben wir hier einen wunderschönen Eisenverteilbahnhof. Explosion bis da oben hoch. Ich denke, das sollte sauber funktionieren. So, dann brauchen wir hier den Kameraden. Machen den erstmal auf Anforderer und aus. Ja, nö, Filter brauche ich ja nicht setzen. Was hier denn, dass der angefordert hier vorne wäre, bloß das Material an- und ausladen tun wir auch nur das Material. Das heißt also, selbst wenn hier eine Bahn einer ankommt mit falschem Material, sollte das erstmal schon mal weg sein. Jetzt müssen wir nur eine Verkabelung holen, damit wir dann genügend oder dann auch wissen, wie viel denn da ist, und dann sollte da erstmal was laufen. Dann können wir schnell mal hochgehen, das grüne Kabel holen. Ein bisschen was bleibt über, ne, wie man sieht. Von so einem Bahnhof, aber das nehmen wir dann auch noch runter. So. Hier mal Kabel arsch. Zack. Und hier ist auch mal die. Ich bräuchte, glaube ich, das und das, wenn ich mir selber noch ein paar Kabel machen will, ne? Falls ich noch welche brauche. Ach, ein bisschen Kupferplatte fehlt mir noch. Damit dann kann ich mir selber schnell noch mal ein paar Kabel machen, falls die jetzt nicht langen. So, aber wenn ich es einmal verkabelt habe, kann ich es ja für die anderen Seite probieren. Hingeblieben. So, mein lieber Freund und Kupferstecher. Der Kiste zu dem Mast. Bleiben Sie hier. Hier zu dem Mast. Die Lampe. Von der Kiste zu dem Mast. Dem Mast. Den haben wir irgendwann eine Lampe angebunden. Nee, gut. So, dann
Theoretisch hätte ich jetzt auch schon über Copy arbeiten können, ne? Trainiert ja auch das Zielen und die Hand-Augen-Koordination. So, dann muss der Mast sich mal mit. Der Mast sich mal mit dem Mast verbinden. Lampe. So. Und dann müssen wir das Ganze hier da drüber an den Bahnhof anbauen. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. So. Okay. Dann können wir die Kamera noch setzen hier. Dann müssen wir jetzt dann versuchen, so einigermaßen gleichmäßig wie möglich das Eisen in diese Kisten schon mal rein zu verlagern. Und dann können die Kamera und Knicker mal das hier ein bisschen verteilen, schon mal hier im System. So. Gut, dann schnappen wir uns jetzt einmal das gesamte Eisen hier. Das ist natürlich auch so viel, dass ich da über einen Inventarplatz voll habe. Welche Kisten habe ich denn? Ich habe 4x4 Kisten. Ich habe 16 Kisten. Ich habe 20.000 plus ein bisschen. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh, mal erstmal jede Kiste 8. So. Oh, das wird zu wenig. Das war zu viel pro Kiste. Ich bin mit 6, glaube ich, anfangen sollen, aber okay. Jetzt muss noch 6 jeweils. Noch ein bisschen was. Haben Sie ihn jetzt, ne? Da eine Kiste. Ja gut, ist einigermaßen gleichmäßig verteilt. 7 wäre wohl. 7 wäre das richtige Ergebnis gewesen. Naja, gut. Okay, aber hier ist schon mal dann sozusagen so ein bisschen die Geschichte durch. So, dann können wir nämlich jetzt hier sagen, dass du ein Anforderer bist und du hättest ganz gerne hier erstmal 1, 2, 1 Grenzwert machen wir mal 30.000. Zuglänge bitte die. Zuglimit machen wir 2 von mir aus. Priorität lassen wir so erstmal, ja. Und du forderst an diese Teile und davon gerne 40.000. Möchtest gerne immer, dass hier 40.000 von dem Material liegt. Momentan haben wir 20.000 da. Was ungefähr, ja. Und ja, wenn der Anfragegrenzwert dann erreicht ist, dann muss der was holen. So, gut. Okay. Das dann erstmal zu dem Bahnhof. Und ja, das wird beim zweiten Bahnhof uns auch noch so blühen. Den werden wir genauso umbauen, dass das hier so aussieht. Damit hier eine etwas gleichmäßigere Nutzung, hätte ich was gesagt, aber nein, eine etwas gleichmäßigere Benutzung des Materials stattfindet. Ist ja auch cool, ne? So. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.